Zentrale. Gibt's was Neues von Jack? Positiv, Delta. Folgt der alten Transportstraße, die auf den Berg führt. Wenn die Daten stimmen, solltet ihr den Eingang in den Berg am Ende der Straße finden. Verstanden, Zentrale. Delta, Ende. Um den Zentaurenschuss wenden sie es und drücken sie, okay. Wir finden den Eingang und dann? Wir finden das Nest, aktivieren Jacks Peilsender und heizen den Schweinen mächtig ein. Klingt soweit eigentlich ziemlich einfach, oder? Ja, relativ easy. Trollkatz vor uns! Fahr anständig, Markus! Keine Ahnung mehr, was wir überhaupt in der Festung wollten. Oh. Hallo. Okay, er regeneriert von alleine. Geronimo! Gebt mir Deckung für die Reparatur! Sehr, sehr gerne. Ich mag's mal, wenn die so auseinanderklatschen. Alles klar. Dank mir. Gern geschehen. Bitte. Vielen, vielen Dank. Hinter uns? Nee. Komm schon, nachladen! Wollte schon sagen, hat er das nicht überlebt? Boom! Die spritzen immer so schön. Da oben, was machst du? Down, ja. Gleich müssen wir springen. Gib mir Gas, Markus. Wahnsinn. Kaboom. Ihr mag das Teil. Das will ich auch haben. Mit einem Panzer über einen gefrorenen See, Markus? Wir haben keine Wahl, doch. Da habe ich zu spät gebremst. Ja, natürlich, Wasser verursacht doch ganz schlimmen Schaden. Das weiß jeder. Wenn's mal da lang. Nein, 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 nein! Oh, weil ich mit einem Rad ins scheiß fucking Wasser reinkomme. Oh, Mann. Oh.
Kann mir doch keiner erzählen. Gas geben funktioniert auch hier nicht wirklich. Gut gemacht, Markus. Liebe! War da noch irgendwo einer, oder? Waren das nur die zwei? Das macht er. Das ist Qualitätseis. Von Eismann. Peter? Das war wirklich knapp. Beim nächsten See schwimmst du. No cost pudding, baby. Haha. Spritz, knirsch, quetsch. Haha. Ich stecke im Busch fest. Schreit er immer so? Ich seh die Dinger doch. Knapp vorbei ist auch daneben. Da die heroische Musik im Hintergrund. Moin, Jungs, schön, dass ihr da seid. Der Rauch gefällt mir nicht. Warte mal, erklärt das mal persönlich. So, du noch? Glaub, wir müssen da lang. Habe ich so ein Gefühl. Hat das auch mal ein Ende hier, oder? Jau, mitten in die Fresse. Alles klar, dank mir. Gern geschehen. Bitte. Bitte geschehen. Ja? Warum schreit er diesmal nicht?
Es hat aber irgendwie kein Ende. Delta-Zentrale hier. Vor euch sollte eine Brücke liegen, die müsst ihr überqueren. Roger-Zentrale, danke. Also mit der Autofahren übt man auch noch ein bisschen. Ah, das sieht nach einer Falle aus. It's a trap. Da kommen wir auf keinen Fall rüber. Und du? Es muss einen Weg geben. Findet sie einen anderen Weg über die Schlucht? Ah, nein! Das war... Ah, nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh. Das war der falsche Weg über die Schlucht. Nur mal so, just saying. Werde ich klug scheißern, aber... Da kommen wir auf keinen Fall rüber! Es muss einen Weg geben. Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Das Ding ist aber beschissener zu fahren als Borderlands. Scheiße! Autoput? Bei den Kontrollpunkten leckt das immer so ein bisschen. Ichi. Na, komm her. Kanone ist ein bisschen langsam im Drehen. Oder ich bin einfach zu alt, nicht mehr so schnell. Okay, ich glaube, da müssen wir rein. Ich glaube. Wir müssen durch die Barrikade durch. Kein Problem, kein Problem. Auch kein Problem. Wo ist der Turm? Doch da oben. Der Turm schwankt! Schieß doch mal! Turm fällt! Ja. Oh ja, Baby. War da noch einer? Nee. Der Panzer ist jetzt ganz. Danke. Zentrale Delta hier. Wir stoßen nach Mount Kadavor. Kann sein, dass der Funkkontakt bald abbricht. Roger, Delta. Meldet euch, wenn möglich. Roger. Delta, Ende. Okay, wir sind drin. Und nun? Wir suchen nach Locust. Wir sind wieder in ihrem Gebiet, also reißt euch zusammen. Kein Problem, Mann. Ich liebe Auswärtsspiele. Okay. Klasse. Wie sollen wir hier auf etwas schießen? Hey, jemand soll gefälligst die Stadionbeleuchtung anwerfen. Ja, im Dunkeln fahren ist auch nicht so gut.
Ist auch nicht sicher. Ich hab keine Ahnung. What the fuck? Hey, schreck mich nicht so. Wenigstens nicht wieder so ein scheiß Wurm. Aber ich glaube, das war ein Hinweis, dass ich hier lang fahren soll. I have a very bad feeling about it. Aber was machen wir alles, um die Locust-Königin kennenzulernen? Lass uns einfach hier lang fahren. Es ist mir ein bisschen zu ruhig hier, muss ich mal ehrlich sagen. Da ist irgendwas Großes. Mama, Papa, sind wir bald da? Muss mal Pippi. Ist das normal? Warum kann ich nicht nach oben gucken? Jetzt. Okay, der ist groß. Hey, Juli, alles gut. Ich glaube, das ist vielleicht besser, ohne Facecam aufzunehmen. Da kommt doch gleich was Großes, Böses, Hässliches. Also so wie ich. Mist. Bert, Energieausfall. Autoput. Autoput, ruf mal jemanden ADAC. Komm schon, Bert, mach schneller. Schnauze, ich tu, was ich kann. Okay. Mama? Okay, versuch's mal. Erschießen! Noch einer! Kommt noch auf! Bei den ganzen scheiß großen Wachhunden hier müssen wir bald da sein. Komisch, Cole. Das wollte ich auch gerade sagen. Hey, kannst du mal... Hallo? Ist die Tech-Rüstung schon zusammen, Juli? Hallo? Mama? Ich komme hier nicht raus. Hallo? Wie kacke ist das denn?
Wird er irgendwo festgepackt? Okay, jetzt. Ach, weil die Viecher despawned sind. Okay, deshalb. Ich war an den Viechern festgepackt. Ist eigentlich ganz schön hier. Sie kommen! Hurak! Gut, die Nachbarn sind ein bisschen unhöflich und laut, aber... Wir haben ein bisschen Mundgeruch, aber ansonsten... Ansonsten ganz schick. Also, ich würde einziehen. Stündchen noch, Gürdi. Ja, da geht's nur einen Weg. Markus, bist du verrückt? Schalte! Schalte! Aber damit Stil. Danke für die Erinnerung. Danke. Hey, was machst du denn? Warte. Wo kommt die denn her? Was zum Teufel macht ihr hier unten? Ja. Ihr Penner habt meine Station gesprengt und Franklins Außenposten wurde überrannt. Wo sollten wir denn sonst hin? Und ihr dachtet, hier unten wäre sicher. Nirgends ist es mehr sicher, Junge. Ein paar Monate hatten wir hier unsere Ruhe. Aber ihr müsstet ja die Straßen und Nexus belagern. Jetzt tauchen sie auf einmal an unerwarteten Stellen auf, entführen Leute, quälen sie. Nexus? Ja, Nexus. Hast du was mit den Ohren? Aus Nexus kommen die ganzen Locusts. Und wie kommen wir von hier aus dahin? Ihr müsst über den See. Das trauen sich aber nur Locust. Der See ist gefährlich. Das ist es überall, oder? Cole und Bert, ihr beide begleitet diese Leute an die Oberfläche. Dom und ich gehen zu Fuß weiter. Was? Aber sie sterben sonst. Wenn wir Jacks Signal aktiviert haben, folgt er uns dann in den Grindlifts. Aber wir... Bert! Gleich bedankt er sich wieder für deine geschätzte Meinung. Komm schon, Mann. Sammle deine Leute und begleite sie, alter Mann. Wir bringen euch in Sicherheit. Einen Augenblick. Bedeutet das, dass wir dann in eurer Armee kämpfen müssen? Weiß ich nicht. Aber hier könnt ihr nicht bleiben. Warte. Hast du vielleicht diese Frau hier gesehen? Sie heißt Maria. Hübsch. Ja. Hallo, Alicia. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Doch nicht schwanger? Vielleicht ist sie mit Yay. Einer der anderen Gruppen hier unten gewesen. Stu's Gruppe vielleicht. Aber die wurden gefangen genommen. Oh nein. Ich lieb's immer, wenn die Stimmen immer so synchron sind. Locust nach Nexus gebracht? Wahrscheinlich. Oder in nahegelegene Arbeitslager. Wie finden wir die? Bei der Hauptstraße in der Nähe vom Damm gibt es einen Pfad, der dorthin führt. Danke, alter Mann. Was auch immer du vorhast, da kommst du nicht rein, wenn du kein Locust bist. Hey, Markus, was, wenn das Peilsignal nicht funktioniert? Dann wird Jacinto bald hier unten landen. Er ist ein bisschen ruhiger geworden, der Blonde. Ich bin gleich wieder da.